Ja, hallo zusammen an alle SSV-Fans. Wir haben eine schwere Situation hinter uns und sind dabei, das zu überbrücken und vorzubereiten. Also diese Corona-Geschichte hat uns alle sehr getroffen, keine Frage. Aber wir versuchen auch da aus so einer Situation gestärkt herauszukommen. Wir lassen uns auch immer was einfallen. Heute haben wir so einen Rundlauf-Fußballtennis gespielt. Das kommt bei den Jungs immer ganz gut an. Ab und zu machen wir das mal. Die Verlierermannschaft muss dann auch so kleine Dienste verrichten. Von daher war auch der Ansporn ganz groß und wollte natürlich keine. Unsere Planung sind schon relativ weit, finde ich, für die neue Saison. Also wir haben jetzt aktuell 18 Spieler, die für die nächste Saison unter Vertrag stehen. Wir haben jetzt der Mannschaft noch ein paar Tage freigeben. Wir werden jetzt versuchen, dann ab dem 13. Juli wieder zu starten mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Wann schlussendlich die ersten Spiele folgen, das wissen wir selber noch nicht genau. Wir hoffen natürlich zeitnah, dass wir dann auch schon Freundschaftsspiele machen dürfen und können und wollen dann versuchen, über die Freundschaftsspiele wieder unsere Matchpraxis anzuarbeiten, um dann, hoffe ich, im September zu starten auf die neue Saison und dann eine sehr erfolgreiche und gute Saison zu finden. Das war heute mehr ein Spaßtraining. Es war die letzte Einheit nach 6 Wochen, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben heute den Abschluss gehabt. Wir werden uns noch ein paar Spieler verlassen. Ja, ist immer so ein komisches Gefühl, wenn Spieler gehen. Das gehört aber einfach dazu. Das muss man akzeptieren. Und andererseits sind auch die Jungs, teilweise die neu kommen, sind auch schon da. Also man verabschiedet den einen, bekommen aber den anderen. Und ich glaube einfach, das ist eine normale Situation im Fußball. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Sponsoren natürlich, weil so eine Saison muss durchgeplant werden, durchorganisiert und finanziert werden. Und da zähle ich jetzt mal alle Sponsoren, die der SV Jedlo hat, dazu. Wir bedanken uns natürlich auch hier im Verein bei den Leuten, die immer mithelfen und mitarbeiten. Die sieht man zwar nicht immer so, aber die machen doch viel am Platz, an der Anlage. Es muss immer was zu tun und dafür sage ich vielen Dank und wünsche uns alle gemeinsam, dass wir dann eine erfolgreiche Saison 2021 spielen. Wir hoffen, dass es dann spätestens im September in der Runde weitergeht, aber vorher natürlich auch mit Freundschaftsspielen, weil wir müssen uns endlich wieder mal einspielen. Wir haben jetzt über 3 Monate keinen Ball ins gegnerische Tor schießen dürfen, das wollen wir wieder und darauf sind ja die Jungs auch heiß drauf, muss man sagen.